So, jetzt gibt es den dritten Tipp der Serie, Abnehmen leicht gemacht, um nachhaltig abzunehmen. Und dieser Tipp beschäftigt sich mit der Verminderung oder Vermeidung des Heißhungers und des Jiepers nach etwas Süßem, nachdem man etwas Herzhaftes, eine Mittagsmahlzeit gegessen hat. Und hier geht es eigentlich gar nicht darum, das nicht zu sich zu nehmen, sondern es besser zu sich zu nehmen. Das heißt, nach dem Mittagessen nicht unbedingt jetzt vielleicht eine halbe Tafel Schokolade zu essen oder ähnliches, sondern das zu ersetzen durch etwas, was noch mehr sättigt, das heißt ein höheres Volumen ausfüllt im Magen und gleichzeitig vielleicht noch gesund und Vitamine liefert. Da wäre natürlich die einfachste Form, anstatt die Schokolade zu essen, einfach Obst zu essen. Zum Beispiel einen Apfel, eine Banane hilft sehr gut, weil sie auch sehr süß ist, oder Weintrauben und dergleichen. Oder was man auch machen kann, was ich immer ganz gerne mache, um auch genug Eiweiß zu mir zu nehmen, ist mit Magerquark, Joghurt und vielleicht Früchten, zum Beispiel Weintrauben, eine kleine Mahlzeit zuzubereiten, vielleicht schon mit dem Mittagessen zusammen, dass man sich das gleich zurechtlegt nach dem Mittagessen, damit man, wenn man da auf was Süßes Hunger hat, auf den Heißhunger Hunger hat, das dann zu essen. Was ihr damit erreicht ist, dass ihr euren Körper weggewöhnt von diesen sehr kalorienreichen und sehr nährstoffarmen Mahlzeiten wie Schokolade oder auch Schokojoghurt und ähnlichem. Das heißt, ihr wollt euch einfach umgewöhnen von diesen eher ungesunden Lebensmitteln auf die gesünderen Lebensmittel. Und das dauert ungefähr, bis ihr gar nicht mehr so den Hunger auf, wenn ihr sonst immer Schokolade gegessen habt, bis ihr gar nicht mehr den Hunger darauf habt. Das dauert so zwischen 6 Wochen. 6 Wochen ist so ungefähr die Zeit, die der Körper braucht, um damit neue Dinge, neue Verhaltensmuster zur Gewohnheit werden und dadurch quasi automatisch ablaufen und euer innerer Schweinehund dadurch nicht so hohe Chancen bekommt. So, ich hoffe, ihr setzt den Tipp um und postet vielleicht sogar Rezepte für Dinge, die den Heißhunger stillen nach dem Essen auf was Süßes, die aber gesünder sind, nährstoffreich. Vielen Dank, abonniert den Channel und viel Spaß beim Abnehmen. Danke sehr.